Supertest in diesem Jahr. Und wir fangen an mit einem Fahrzeug, aber nicht mit irgendeinem Fahrzeug, sondern es ist ein ganz besonders langes Fahrzeug, nämlich fast 15 Meter, misst dieser Setra S519 HD. Um genau zu sein, 14,94 Meter hat dieses Fahrzeug und ein Radstand von 7,14 Metern. Das ist schon ordentlich. Angetrieben werden wir von einem OM471 mit einer Leistung von 350 Kilowatt. Das sind 476 Pferdestärken. Ja, wir wollen mal sehen, was dieses Fahrzeug so besonders macht. Ich meine, es ist ja schon nicht ohne. Wir können maximal dieses Fahrzeug bestuhlt erleben mit 71 Fahrgastplätzen. Das ist schon eine Ansage. Gut, aber dann auch ohne WC. Dieses Testfahrzeug hat jetzt 64 Sitze verbaut. Ja, ansonsten sind natürlich alle Sicherheitsfeature verbaut und noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt den neuesten, den letzten, aktuellsten Euro-Abgas-Standard Euro 6C hier verbaut und damit auch einige Verbesserungen. Auf die werde ich jetzt im Film ein wenig mehr eingehen. Man sieht diesem Bus seine Länge an. Der Setra S519 HD wirkt gestreckt wie eine im Sprung befindliche Raubkatze. Ein Blick zwischen die ersten beiden Achsen nötigt Respekt ab, denn über 7 Meter Radstand wollen erst einmal beherrscht werden. Dazu kommt ein hinterer Überhang von satten 3,30 Meter. Den sollte man bei Abbiegemanövern in Engstellen besser im Kopf behalten, um unliebsame Begegnungen der teuren Art zu vermeiden. Ansonsten ist es zumindest optisch eine ganz normale Comfort-Class. Allerdings fällt bei genauer Betrachtung das Segment direkt hinter der dritten Achse auf. Hier befindet sich eine üppig bemessene Klappe direkt vor dem rechten Lüftungsgitter. Das ist auch kein Zufall, denn hier wurde in der Gerippestruktur Platz geschaffen für einen Heckeinstieg. Damit vergrößert sich dann auch das Kofferraumvolumen, das beim Testfahrzeug 11,2 Kubikmeter betragen hat. Das ist nicht übermäßig viel, hält sich aber immer noch im Rahmen. Wie ist das Handling eines solch langen Reisebusses? Dazu fuhren wir mit dem S519 HD auf das ADAC-Fahrsicherheitsgelände im brandenburgischen Linte und schickten den Bus zuerst auf die Lkw-Kreisbahn hier oben rechts zu sehen. Bis knapp Tempo 40 ließ sich das Fahrzeug auf der nassen Fläche beschleunigen, dann begann die ESP-Regelung. Durch gezielte Motorsteuerung hält der Bus eine konstante Geschwindigkeit. Was auffällt, ist die Schräglage bei dieser Geschwindigkeit. Dennoch kann die Federungsabstimmung als sehr gelungen bezeichnet werden. Bei der nächsten Übung durchfährt der Bus mit Tempo 40 eine Pylonengasse. Die Hütchen stehen in einem Abstand von 20 Metern. Und man mag es kaum glauben, doch diese Übung ist kein Problem. Ohne großartig zu untersteuern, marschiert der Bus durch diese Gasse. Ein wenig kniffliger ging es beim jetzt gezeigten Abschnitt zu. Eine enge 90-Grad-Kurve fordert vorausschauendes Fahren. Und dann klappt es auch an dieser Stelle im Osterzgebirge. Doch am besten lassen wir die Bilder sprechen. Zugegeben, am wohlsten fühlt sich der lange Lulatsch auf der Autobahn und hier nun der Bus im Detail. 480 Liter Diesel fassen die beiden Tanks, davon 260 hier der linke und 220 Liter Diesel der rechte Tank. Der AdBlue Einfüllstutzen liegt direkt daneben, das ist praktisch, um bei Bedarf bis zu 35 Liter AdBlue nachtanken zu können.
Für den Fahrer gibt es jede Menge Stauräume. Das wären zum einen die flachen Staufächer über den Achsen, hier stellvertretend gezeigt die Fächer links vorn und links hinten und vor dem Motor auch links, dann nochmal ein schmales, aber dafür sehr hohes Fach. Jeder Busfahrer weiß, Platz gibt es nie genug. Vorn rechts dann hatte der Testbus eine kleine Besonderheit. In diesem Staufach steckt die Bedienung für die pneumatische Öffnung der rechten Kofferraumklappe. Das lässt sich also hier oder natürlich auch direkt vom Fahrerplatz aus erledigen. Links werden die Kofferraumklappen ganz konventionell manuell geöffnet oder geschlossen. Dabei fiel auf, es gibt im Gegensatz zu den höheren Geschwistern der Top Class 500 nur einen Griff. Das kann man nun gut oder nicht so gut finden. Besonders beim Schließen aber ist es ein wenig unkomfortabel. Über der Nachlaufachse hinten links befinden sich die beiden Batterien hinter einer Abdeckung. Angetrieben wird der längste Setra hier vom OM471 mit 476 Pferdestärken. Standardmäßig ist allerdings nur der OM470 verbaut. In der Serie muss auch manuell geschaltet werden. Vor dem Mitteleinstieg wie gehabt das Bord-WC, hier mit großem Tank und einem großen Absaugventilator für die schlechten Gerüche. Praktisch ist, dass der Tank per Gardena-Adapter und fest verbautem Schlauch auch sauber gespült werden kann. Der Fahrerarbeitsplatz der aktuellen Comfort Class wurde bei BusTV schon häufig besprochen. Hier gibt es auch beim S519HD keine Veränderungen. Erwähnenswert ist vielleicht das nach wie vor sehr gelungene Klimacenter, welches sich intuitiv bedienen lässt. Das kann man vom Multimedia Center nicht unbedingt behaupten. Besonders die Navigationsbedienung könnte eine Auffrischung vertragen. Gelungen ist dafür nach wie vor das Zentraldisplay, welches sämtliche relevanten Infos klar und übersichtlich zeigt. Waagerecht oder senkrecht lässt es sich einfach durchs Menü blättern. Schön ist auch die Anzeige bei aktiviertem Abstandsregeltempomaten. Auf einen Blick sieht man oben rechts die Geschwindigkeit sowie mittig die Entfernung des vorausfahrenden Fahrzeugs. Wir sind jetzt gerade im PPC-Modus, ne? Auto ist. Für die Fahrgäste bietet dieser Bus fast alles, was normaler Reise- bzw. Fernbusstandard ist. Dazu zählt ein Telefon- und Multimedia-Router, genauso wie USB-Ladebuchsen zwischen den Doppelsitzen. Neu, aber leider nicht im Testbus verbaut, ist die Möglichkeit, hinter der mittig auf dem Dach platzierten Klimaanlage ein Glasdach zu bekommen. Der Preis dafür dürfte sich bei etwa 4.000 Euro bewegen. Praktisch und bequem sind die verstellbaren Kopfstützen, die nicht nur nach oben gezogen werden können, sondern sich auch ein wenig formen lassen. Gut. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist natürlich die Länge von 15 Metern, die ermöglicht uns in 4-Sterne-Ausführung 64 Sitzplätze darzustellen und gleichzeitig eine Toilette und zwei Kühlschränke unterzubringen. Was sind das für Kunden, die so ein Fahrzeug ordern? Gut, das sind Kunden, die einen hohen Fahrgastbedarf haben. Und teilweise Kunden, die aufgrund ihrer Baulichkeiten keinen 4 Meter hohen Doppelstock stellen können. Mhm. Wurden schon einige Fahrzeuge verkauft? Ja, in Europa kann man sagen, liegt der Anteil in der Comfort Class von dem 519er bei fast 6%.